Was regen die sich auf? Man darf nicht einfach von jemandem Bilder machen. Sehen Sie doch. Die Erlaubnis. Das ist nicht. Ich unterstelle, so wie Sie hier stehen und sich besprechen, werden Sie als nächstes gegen die STVO verstoßen. Nee, wir überlegen, wie wir unsere Tour machen. Löschen Sie jetzt bitte das Bild. Da kann man nicht viel machen. Mit einer 125er kann man sich auf der Strecke sehr wohl tot fahren. Aber Sie wissen gar nicht, wie ich fahre. Nee, das weiß ich nicht. Also kommen Sie mal erstmal runter und ich möchte, dass Sie die Bilder löschen. Ja. Dann machen Sie das. Alles klar, unten Polizei. Sind nicht alle Raser. Ey, hallo. Stehen geblieben. Dann machen wir die Kamera an. Hab ich schon. Kamera ist an. Ja, Sie machen die Kamera aus und ich lösche die Bilder. Oh, jetzt hier mal. Nee. Sie machen die Kamera aus und ich lösche die Bilder. Geh weg. Ach so? Auf einmal, ja? Ohne Witz. Ich bin hier an, um uns Bilder zu machen. Haben uns aufgefordert, sie zu löschen. Wenn wir Bilder machen, was wir sonst machen, ist doch nicht oder nicht. Naja, aber was für Scheiße. Ja, ja. Sicherheitsabstand. Dafür entschuldige ich mich. Ja, aber sonst ziehe ich die gleich runter, gell? Warum, sag mal was. Warum zeigen Sie mir den Mittelfinger? Warum zeigen Sie mir den Dafür entschuldige ich mich. Ja, aber sonst ziehe ich die gleich runter, gell? Warum, sag mal was, warum zeigen Sie mir den Mittelfinger? Warum zeigen Sie mir den Mittelfinger? Was soll das? Mit dem Sicherheitsabstand, Entschuldigung. Da gibt's nicht, da magst du heulen. Aber dann zeigt man doch nicht den Mittelfinger. Ja, was denn dann? Du kapierst doch an. Vielleicht so, oder? Was ist das besser?
Nein! Sofort! Ich geh weg, Alter! Was ist mit dir, ich will nur meinen Schlüssel, Mann! Ja, ich hab ihn durch! Schlüssel! Ja, ist in Ordnung! Ja, wenn der nicht so anfasst, Alter, ich schäme den Seil rein! Was? Hey! Ja, Locker abfahren! Ja, ganz ehrlich, Alter! Du bist ja mal! Dann soll der mich nicht so anfassen! Ja, er fährt doch schon! Abmaß! Abmaß! Guck mal, du musst mich nicht von jedem anfassen lassen, okay? Durch, Pfeifer. Ja, ich bin selber schuld. Abflug. Er fährt schon. Ja, ist in Ordnung, Alter. Ey, ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß, Mann? Ich bin 17 und muss mich nicht vor 50-Jährigen verprügeln. Ey, ich hau die weg, Mann. Was sind das für Spasten, Alter? Nee, Mann, ich lass mich doch nicht vor 50-Jährigen dumm anmachen. Ja, ist mir egal, Mann. Meine Freunde, Alter, die klatschen nicht schon weg, die dummen Mongos. Ohne Witz, Mann. Ich bin 17, ich lass mich doch nicht vor so dummen Mongos anmachen. Ja, verstehe ich schon, das kann ich mir auch normal sagen und nicht mehr am Kragen ziehen und mir aufs Gesicht schlagen, Alter. Ja, tut mir echt leid, Mann. Ich bin gerade echt aufgeregt. Komm, fahr mal der Karre rüber. Hey, nee, Mann, ohne Witz, die sollen mir einmal. Nee, Alter. Nee, nehmen sonst kommt Polizei. Ja, sollen sie doch kommen, Alter. Ich zeig gerne, ich hab ja alles auf Kamera, alles. Aber weißt du, ich find's nicht gut von dir, weil. Ja, okay, das stimmt schon. Weißt du, meine kleinen Kinder, wenn dir die Karre rausfliegt, wenn ich. Ja, das stimmt schon, war vielleicht nicht so schlau, aber trotzdem muss ich deswegen nicht halber verprügeln lassen. Ich weiß auch, das finde ich auch nicht gut. Hey, ich hab alles auf Kamera, das bekommt der Wichser zurück. Ja, er hatte vorhin schon gesagt, ich soll. Ja, trotzdem, ganz ehrlich, das ist kein Grund, mich so anzufassen. Ja, nee, das ist auch nicht gut, aber. Bleib einfach weg. Ja, meine Kumpels, die regeln das da jetzt schon. Der Typ, der hat ein Riesenproblem jetzt. Der hat sich echt mit dem Falschen angelegt. Ja, aber das ist schon groß und früher. Ja, das ist mir scheißegal. Wir sind auch groß. Zwar nicht von hier, aber wir sind auch groß. Der hat ein Riesenproblem jetzt an der Backe. Wissen die wieder? Ja, die fehlen, danke schön. Alter, meine Karre, der Typ kann die sich nicht mal leisten. Mann, ich habe dafür hart gearbeitet. Ja, das ist schon offen. Dummer Mongo, Mann, was soll der Scheiß? Meine Jacke kann er mir auch zahlen. Ja, hier. Weil die wie Behinderte dran ziehen. Ja, okay, dann, wenn ich denen was sag und nicht mach, dann schöpfe ich den auch gleich eine rein. So unnötig, Mann. Ohne Witz, Mann. Wenn der Kind so dumm angemacht wird, hey. Wenn mein Vater hier wäre, der hätte ich schon weggehauen, weil es einfach komplett unnötig ist. Ja, sollen die doch kommen, Mann. Einhorn, ich könnte irgendeine Verletzung haben. Er hätte hingehen können und sagen, hey, hör auf, hier gibt es viele Kinder. Weißt du, normal reden, hätte ich nicht anpacken müssen. Das waren die Scheiße, das waren ja auch nicht gut. Wenn sowas eskaliert. Er hätte hingehen können und sagen, hey, junger Mann, komm runter. Der wird gerade wahrscheinlich verprügelt, ohne Witz. Weil meine Jungs lassen die nicht in Ruhe. Selber schuld. Sind die auch mit dem Motorrad? Nee, die sind mit den Autos da. Okay. Und das ist auch gut so, weil der Typ, der fehlt noch. Der hat ein Riesenproblem mit seiner Wacke, ein Riesenproblem. Wenn ich rausfinde, wie der heißt und wo der wohnt.